Warten. Warte, Kuckuck. Okay. Willkommen zum neuen Unboxing. Ja, ein bisschen ungünstig die Kameraversion. Ich gehe noch ein Stück höher. So ist besser. Okay, heute ein bisschen ungünstiges Wetter. Freitag, ja. Weiß ich nicht, wie fühlst du, aber ein schöner Tag. Ich war in der Packstation, habe zwei Pakete rausgeholt. Morgen kommt ein anderes Unboxing-Video. Und ja, ich habe mir nämlich was geordert, und zwar aufgrund meiner Aktion. Ihr werdet es vielleicht noch wissen, die bei WTB Outdoors, die Social Deal Aktion, habe ich mir eine Axt gekauft. Und geöffnet wird mit dem UG Tools Tiny. Ja. Heute einen Mann gehabt auf der Arbeit. Hat keiner geguckt. Also UG Tools Tiny. Kompromisslose Messer. Zack. So, klack und weg. Ich habe nichts reingeschrieben und er hat mir was geschenkt. Also, der Patrick, der Inhaber von WTB Outdoors, der ist ein, das hat mich ein bisschen irritiert, Shingle, ja, Shingle Bells. Ich hätte mir beim Patrick die WTB Outdoor Axt gekauft, geordert. Naja, scheiß drauf. Und die liegt echt gut in der Hand, also, ne? Wird zunächst mein Unboxing. Mein Unboxing-Werkzeug. Und der Patrick hat sich es nicht nehmen lassen, dann noch eine Axt reinzupacken. Ja. Näheres kommt noch. Wow. Guck mal hier. Na, schöne Lederscheide. Zweifach gesichert, hier auch mit Auge und Keil, mit der Hand eingepasst, made in Germany, ja. Da kommt also das an, nach dem Unboxing kommt halt jetzt erstmal der Test und dann das Review, schubidubidu, ja, also schon die Scheide, die begeistert mich, wow. Cool. Ja, also liegt sagenhaft in der Hand. Ja. Kann man auch mit schnitzen. Wahrscheinlich. Ja. Jetzt habe ich kein Hölzchen mehr zum Schnitzen. Ja. Feathersticks, also Löckchen, das sind ja Löckchen, ja. Machen mit der Axt natürlich Königsdisziplin, üben, bis sich die Balken biegen, und man hat noch einen schönen Hammerkopf, ja. Wie gesagt, das ist noch nicht das Review, das kommt noch, das ist nur das Unboxing, das Ding ist einfach geil. Ich tüftel schon mit Patrick an einer neuen Axt, an einem kleinen Beilchen, ja, ein kleines Beilchen. Und die wird genauso großartig unbearbeitet sein, vom Kopf her, wie die hier. Also da wird nichts lackiert und so weiter. Das wird nicht passieren. Geiles Teil. Nochmal kurz vorgestellt und angeboxt. Kann ich den ganzen Tag machen. Ja. Und wenn wir schon unboxen, dann im richtigen Unboxing-Werkzeug. Dann hat er mir geschenkt, hat er nichts gesagt. Hat er nichts gesagt. Habe ich vorhin in Troisdorf der Packstation abgeholt, die ist App gesteuert. Mein lieber Mann, wenn du so einen
blöden Postboten hat, der dir noch nicht mal eine Benachrichtigungskarte in den Briefkasten wirft, da kriegst du nichts aus dem Paket, aus der Paketstation. Das ist Wahnsinn. Was hat er mir denn da reingepackt? Ein Gaskocher. Das finde ich sehr cool. Ja, hier in so einem Täschchen, Stofftäschchen. Sehr cool, sehr cool. BTB Outdoors. Was steht da drin? Ich muss mal gucken. Sicherheitshinweise für die Werkzeuge, die er verkauft. Ja. Auf Betriebnahme. Wubidibub. BTB Outdoors. Sorry, Freunde, wenn das ein bisschen hakelig ist jetzt im Augenblick. Aber da machst du nichts. Da wird er nicht rausgeschnitten, ne? Im Übrigen sind der Patrick und ich gerade dabei, ein neues Messer zu kreieren. Ne? Ein neues Messer, soll man sagen, so eine Art Survival-Messer. Ne? Alright, hier ist der Gaskocher. Den hat er mir einfach so eingepackt. Vielen Dank. Ja, das war nicht abgesprochen, aber vielen Dank trotzdem. Ja. Das macht schon einen sehr stabilen Eindruck. Ja. Zack. Und. Ja, stramm. Das ist gut. Besser stramm als nicht stramm. Ja. Stramme Dinger mag ich auch. Hm. Wie sagt die Waldmeisterin, du bist ja schon so ein kleiner Sexist. Ich weiß nicht, warum die Leute immer auf meiner Körpergröße rumhacken. Hä? Also hier mit einer schönen, mit einem schönen Stand. Ja, das Ding steht stabil. Ja, bop, 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 bop. Steht stabil. Schön Topf drauf. Und hier könnt ihr dran tütteln, was ihr wollt. Ja, cool. Patrick, vielen herzlichen Dank. Habe ich nicht erwartet, freut mich umso mehr. Many thanks. Und jetzt am Wochenende geht es wieder an den Schreibtisch. Und dann werde ich mir wieder mal das Hirn zermatern, was ich für ein Messer kreieren kann. Wer es baut, hoffe ich, weiß ich schon. Also nochmal, vielen herzlichen Dank, Patrick. Muy bueno. Muchas gracias. Und die hier. Ja, wir haben jetzt auch Kaminzeit. Da musst du Holz hacken, ja, damit der Kamin befeuert wird und dann ein bisschen Gas geben. Ne? So, das war ein Unboxing. Das nächste drehe ich gleich für morgen. Ne? Der, weil ihr was zu gucken habt. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss, mal die Jod schwenkt. Tschüss ab und schwenkt die Kapp. Bei Waldmeister. Happy die Ehre. Habe die Masern. Bye bye. So, Schelm.